Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin am Start mit einem neuen Sound aus dem Video. Ich bin so extrem gehypt wegen vielen verschiedenen Sachen. Als allererstes eine traurige Nachricht. Es gibt leider heute keine Frage des Tages. Ich denke, es ist nicht zu schlimm, weil ich gerade einfach nach Hause gekommen bin und direkt dieses Video aufnehmen wollte. Ich bin extrem gehypt, weil mein Homunculus fertig ist. Das heißt, wir können heute Sartre da benutzen. Beziehungsweise wir müssen erst gleich die Skills auswählen und sie an einem Gildenkampf direkt testen. Nummer 2 Trevor ist auch fertig, also Level 40 Max. Runen sind auch aufgewertet. Und das andere, beziehungsweise der wahrscheinlich wichtigste Grund, warum ich momentan so froh bin: die mündliche Prüfung ist vorbei und ich habe es überstanden und es lief sehr gut. Ich hatte, ehrlich gesagt, ich habe viel dafür gemacht, aber ich hatte so teilweise Bedenken. In so einer ernsten Situation ist man doch immer so ein bisschen aufgeregt und ich hatte Angst, dass ich irgendwas vergesse oder so, aber ich habe nicht gedacht, dass es so gut laufen wird. Also es, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und ich fühle mich 20.000 Kilogramm leichter, also es ist sehr angenehm, also der Druck ist jetzt irgendwie weg von mir, also ist alles gut. So, ich würde achso, und ich wollte euch vorher noch was sagen, oder zeigen, ich habe gesehen, dass The Guardian uns angreift. Übrigens, ich bin mit der Defense eigentlich relativ zufrieden, auch wenn die eigentlich nur, ihr wisst ja, ich packe eigentlich immer nur so irgendwie so Monster in die Defense rein, um irgendwas zu testen. Ich habe noch nie, bisher jedenfalls noch nicht, extra ein Team zusammengestellt, nur für die Defense. Aber ich bin eigentlich relativ zufrieden. Vor allem, weil uns auch ein paar gute Gegner angegriffen haben und die Defense ja teilweise irgendwie zu verteidigen scheint. Leider habe ich gesehen, dass Robin mich nicht angegriffen hat. Das heißt, ich sehe meine Defense leider nicht im Video, aber trotzdem. Naja, viele Grüße an die Gilde, falls da irgendwer zusehen sollte. So, zu unserem Lichthomunculus. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich bei der Lichtvariante bleibe. Das heißt, ich habe alle Teile fertig. Und ich möchte die Defense und Revenge Route wählen. Das heißt, wir nehmen Konterphase. Hat auch YD und Shredded getestet, meine ich. Und ich finde den Skill extrem nice. Ich bin mir ehrlich gesagt noch unsicher, was ich hier nehmen soll. Soll ich das nehmen oder das nehmen? Ich weiß es bis jetzt noch nicht. Wir kaufen jetzt als allererstes mal die Skills. Wir nehmen jetzt mal den ersten. Dann nehmen wir hier den Skill. Auch wenn der eigentlich cooler ist, ist der besser, weil man hier auch noch strippen kann. Das heißt, wir haben einen Effekt mehr bei ihr. So, hier nehmen wir natürlich die obere Route, weil wir den Skill zum Schluss wollen. So sieht das übrigens aus. Ich wollte das mit euch im Video machen. Ich wollte eigentlich schon vorher testen, aber ihr seht jetzt zum allerersten Mal Sartre da im Einsatz. Ich habe mit ihr vorher noch nie gespielt, weil sie keine Skills ja quasi hatte. Und dann haben wir einmal hier regeneriert die AP eines Verbündeten um 30%, erhöht 2 Runden lang die Angriffskraft aller Verbündeter oder füllt den Angriffsbalken auf. Oh, das ist so tricky. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Ding ist, ich möchte sie mit Panda benutzen wegen dem Defense Buff und das letzte Monster ist entweder Trevor, dann wäre der Attack Buff unnötig, weil Trevor sich selbst Attack Buff gibt, aber wir könnten auch sie mit Kami benutzen, ja, Wind Panda, Sartre, Kami, und Kami könnte natürlich von diesem Attack Buff profitieren. Ah, ja, wisst ihr, das ist so das Problem. Ich weiß nicht, was mir lieber wäre. Wir können die Skills natürlich immer wieder zurücksetzen, das ist nicht allzu teuer. Ah, soll ich den Attack Buff nehmen oder soll ich lieber den Angriffsbalken füllen nehmen? Der Angriffsbalken füllen ist cool. Oh, das kostet auch Mana. What the fuck? Ich wusste gar nicht, dass es so teuer ist. 225.000, wow. Das ist quasi so, dann können wir unserem Panda wieder einen Turn geben oder sie gibt sich selbst den Turn. Aber der Attack Buff ist ja auch nice, weil dann haben wir Defense Buff und Attack Buff. Ich bin hin und her gerissen. Ich denke, ich nehme mal den Angriffsbalken, ja? Ja, ich weiß nicht. Okay, wir nehmen den Angriffsbalken und dann nehmen wir jetzt Konterphase. Und ja, okay, wir können den Attack Buff immer noch irgendwann später nehmen. Skills zurücksetzen, kostet 300 Kristalle, ja? Oder ich farm einfach mal Licht und Dunkler. Ich denke, das passt. Also okay, die 300 Kristalle werde ich nicht ausgeben, dann mache ich lieber das hier. Aber wir können beides mal testen. Ich denke, das ist erstmal gut. So, unsere Sartella braucht natürlich jetzt auch ein paar Devilmons. Die füttern wir jetzt rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, holen wir mal 12 Devilmons kurz raus.
Und dann geht's ab in den Gildenkampf und ich bin sehr gespannt, wie sie heute klappt. Wir testen sie natürlich in dem Schwert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So, gucken wir mal, wie es aussieht. Sie hat die natürlich verdient, weil sie ein extrem cooles und schickes Monster ist. So, Devilmon. Bringt ja sowieso nichts, die Einzelnen rein zu füttern. Schau mal, in welcher Skill als erstes Max wird. Machen wir es erstmal so und dann behalten wir mal zwei und gucken, ob vielleicht der erste Skill nicht Max wird. Dann wäre es vielleicht nicht schlecht, aber ich denke, der erste Skill ist schon Max. Und Satela braucht jetzt dringend den anderen Skill Max, aber okay, dann füttern wir sie komplett voll. Okay. Regeneration abklingen. Also der zweite Skill braucht nicht viele Skill-Ups, das heißt, der dritte Skill braucht nicht viele Skill-Ups, das heißt, der war schon schnell voll. Nur der zweite, den wollen wir auch maxen. Okay, füttern wir sie komplett mit Devilmons. Ich meine, ich habe genug, warum sollte ich sie nicht ausgeben? Alright! Ab in den Gildenkampf. Wir kämpfen gegen Savage. Starke Gilde. Wir haben auch noch 3 Stunden übrig, brauchen noch ein paar Prozent. Wir haben nur noch 12 Schwerter, das heißt, wir müssen hier das Beste rausholen. Schauen wir uns mal die Gegner an. Theomask Moon Theomask Moon und Orion. Classic Comp haben wir schon sehr oft gegen gekämpft, okay. Und er hier, Theomask Moon, okay. Ich sehe hier keine große Bedrohung bei den beiden. Dann können wir die plus 3 und vielleicht den plus 0er machen. Ja, machen wir es irgendwie so, okay. Beginnen wir mit ihm hier. Ich bin mir noch unsicher, was wir beim zweiten Team machen, ehrlich gesagt. What the fuck, dieser Affe. Beim oberen nehmen wir, sagen wir Ciara. Ciara Kupfer oder sollen wir Panda nehmen? Ich denke, ich nehme unten Panda. Panda, ja. Ja, sollen wir unten Panda nehmen? Gucken wir mal erstmal. Oben nehmen wir jetzt mal an, wir nehmen Ciara. Wir nehmen natürlich unseren Lichthomunculus. Sie packe ich schon mal rein. Dann müssen wir noch gucken, wen wir dann noch dazu nehmen. So, oben. Wartet, was nehmen wir denn oben? Kupfer, Immensity, okay. Wo ist er? Hier ist Immensity, hier ist Kupfer. So, machen wir das. Und unten, mit wem kombinieren wir sie jetzt? Was wollen wir machen? Wir haben diesen dummen, also sie strippt, das ist gut. Und wir haben diesen Windaffen. Wie wäre es denn mit, Counterphase, ist das gut hier? Oder wäre Emma besser? Weil ich habe Angst vor dieser Bastet, weil die dieses Heal-Block draufsetzt. Aber ja, nein, vielleicht. Wir machen dann die Counterphase und dann greifen wir alle an. Aber da ist kein Doch, es ist ein AOE von dieser Bastet, aber das würde nicht viel bringen. Also ehrlich gesagt passt dieses Team nicht so gut hier rein. Oder vielleicht nehmen wir Bulldozer und dann können wir revengen und stunnen. Wäre das eine gute Wahl? I don't know. Wir bekommen Defense Buff, das ist gut. Und dann critten wir diesen Affen. Das Problem ist, die haben Defense Leader, aber wir machen Ignore Defense, oder? Wirft und ignoriert die Verteidigung. Okay, dann nehmen wir das. Nehmen wir mal das. Mal sehen, ich weiß nicht, ob Emma hier besser wäre, aber ja, versuchen wir es mal. Aber Emma würde von dem Affen auf den Deckel bekommen. Let's go! Erster Test von Satela ist nicht die Comp, die ich eigentlich mit ihr benutzen wollte. Aber den Umständen entsprechend müssen wir jetzt das hier mal sehen. Nehmen. Kein Wille auf Theomas? What the fuck? Bei so einer guten Gilde so weit vorne? Kein Wille, kein Schutz auf gar keinem? Okay. Verwunderlich. Okay, Bombe. Und, Kmoon geht jetzt immer, ich weiß nicht, die gehen immer auf meine Ciara, jedes Mal. Seht ihr? Jedes Mal. Die wollen halt, dass ich irgendwann mal die zweite benutze. Okay, er geht nicht auf Ciara. Die wollen halt, dass ich irgendwann mal die zweite benutze. Deswegen wollen die immer die erste töten, damit die mir so ein Zeichen geben. Heaven, bau die zweite Ciara. Ich meine, sie ist Sixstar. Sie hat auch Runen, aber die hat keine Skill-Ups und die Runen sind jetzt nicht so besonders. Ciara performt jetzt hier und setzt ein Zeichen, dass Comte was böse ist und proc't so auf, dass sie nochmal eine Bombe setzen konnte. Nice. Wir haben, also Ciara hat noch nicht überlebt, leider. Also sie lebt noch nicht komplett. Also nein, ich kann nicht reden nach dieser mündlichen Prüfung. 1,5 Stunden habe ich da gequatscht.
Es ist noch nicht sicher, dass Ciara überlebt, aber jetzt schon. Okay, Satella, zeig mir, was du drauf hast. Wir sind natürlich auf komplett Wille. Oh, sie macht das. So nice. Okay, sagen wir, ich denke, wir machen nicht den Revenge erstmal. Normalerweise Satella schneller, aber wir haben Attack-Leiste bekommen wegen dieser Bestet. Ich denke, wir arbeiten erstmal... Arbeiten wir an dem Affen, ehrlich gesagt? Weil Bulldozer killt den ja sowieso. Ich arbeite mal an dem Affen. Oh, die sieht so cool aus. Okay, ich habe schon gedacht, oh, wir sind ja ein Einhorn. Können wir die Form wechseln? Wir machen jetzt erstmal Counterphase. So. Oh, sie proggt direkt. Sollen wir Angriffsleiste direkt unserem Affen... Sollen wir den Heal direkt wasten? Dann geben wir unserem Bulldozer den Turn und dann stiehlt er den Turn von dem Affen und dann killt er den Affen. Ja, nein, vielleicht. Ja. Ja, komm, wir geben ihm direkt den Turn und dann... Oh, sie proggt so nice. Strip. Ah, Resistance, okay. Und dann macht Bulldozer das hier. Bam, bam, der Affe ist sehr tanky. Er geht nicht auf Panda, you bitch. Aber habt ihr den Revenge gesehen? Jetzt, oh, no, no. So, Panda killed. Okay, nice, proc. So, wir müssen aufpassen. Dann arbeiten wir als nächstes an... Wir gehen jetzt auf meinen Bulldozer. Und der Revenge ist leider jetzt schon wieder weg. Aber okay, also Satella hat sehr gut geprockt und wir haben den in einem Turn wieder ab. Wow, ich glaube, wir gehen auf sie. Strip. Na, sie dafür procken die Gegner jetzt auch. Aber okay, arbeiten wir mal an ihr. Kein Stun. Nichts geklappt. Okay, wir machen wieder Counterphase. Wow, der Skill hat so eine geringe Cooltime. Und der Revenge jetzt. Und der Revenge nochmal. Aber kein Stun. What the fuck? Okay, dann arbeiten wir jetzt an ihr. Wir geben unserem Panda nochmal den Turn und healen jetzt ein bisschen, damit wir einen Defense Break draufsetzen. Und immer wenn wir dann das natürlich machen, dann resetten wir natürlich auch den Vio-Counter, was selbsterklärend ist, weil dann... Oh! Satella ist so amazing mit dem Prox, hä? Huh? Ich weiß, Bulldozer ist jetzt schwierig gegen die zwei hier einzusetzen, aber ich denke, er schlägt sich relativ gut. Strip einmal, bitte! Bitte! What the fuck? Nein, mein Bulldozer, er darf nicht sterben. Ich krieg den nicht kaputt, aber schaut euch das an. Wir haben schon wieder den Defense-Buff ab. Und wir können jetzt leider nicht revengen, weil wir im Stun sind. Ich mache jetzt das hier und dann gebe ich ihm den Turn. Ich denke, es war die richtige Entscheidung, dass ich den Skill genommen habe, anstatt diesen Attack-Buff. Weil der Attack-Buff ist zwar nice, aber ich denke, wir haben Glancing drauf. Ja, nee, mache ich erstmal lieber den ersten Skill. Der Attack-Buff ist zwar nice, aber ich denke, dass das hier besser ist. Wir konnten allerdings noch keinmal strippen. Also der Strip ist sehr gering. Aber es besteht immerhin die Möglichkeit zu strippen. You bitch! Jetzt haben wir schon wieder Glancing drauf. Okay, Counterface wieder ab. Dieser Skill ist so oft ab. Das ist na... Jetzt strippt die! Diese Bitch! I'm sorry. Okay, wir geben ihm wieder den Turn. Wir haben den Heal eigentlich eher benutzt, um uns selbst Attack-Life zu geben, anstatt zu healen. Nice! Nice, hat gut geklappt, okay. Nächster. Dann greifen wir ihn mal an. Oben nehmen wir... wait a second, wartet. I don't know, ob ich oben das nehmen will. Satella. Was machen wir denn unten, though? Schauen wir erstmal oben rein. Also normalerweise würde ich das mit Emma nehmen. Und dann Malaka. Malaka aus einem bestimmten Grund, weil er Schutzruhen hat und dann kann der Orion weniger Shit machen. Wir könnten... Was will ich machen? Will ich... Vielleicht können wir auch oben das Classic-Team mit Emma und Malaka nehmen und unten dann irgendwie Satella. Aber mit wem können wir Satella kombinieren? Ehrlich gesagt, auch mit Bulldozer. Richtig? Bulldozer? Und dann wartet... Ich weiß noch nicht. Ja, ich benutze sie zum ersten Mal. Also es ist... First time für mich. Bulldozer und Tessarion? Ich meine, wir haben komplett Wille. Wir haben dann diesen Revenge, in dem wir dann die Passive draufbringen können. Und wir snipen im ersten Turn diese Hathor. Ich denke, das wird passen, oder? Ach, ich mag dieses Monster so gerne. Okay, let's go. Nicht zu lange darüber nachdenken. Ich denke, das passt. Hoffentlich, ja? Also, okay.
Na, die erste Runde, Orion derpt und proct und stripped Dings. Und ich weiß nicht, ich finde die Animation von Theomas irgendwie... Es tut mir leid. Okay, viele sagen, die sehen cool aus. Sie sehen auch cool aus. Mir gefällt... Also, ich habe nicht ein Problem mit der Animation von ihm. Ich habe vielleicht ein Problem mit... Oh, shit. Ich habe vielleicht ein Problem... nicht mit dem Aussehen, sondern ich habe ein Problem mit der Animation von dem Skill. Das ist vielleicht so etwas, das ich nicht so schön finde. Dass er... Dass das so wie so ein Laserstrahl aussieht. Und das finde ich so ein bisschen... Schade irgendwie. So, er müsste jetzt gleich tot sein. Der Theomas ist tanky. Hat noch Weaken Attack drauf. Nice, zu Panda. Ehrlich gesagt machen wir jetzt das hier. Und wow. Panda strippt wie ein MVP. Aber das macht er eigentlich immer. Wir machen jetzt das. Hat nicht geklappt, aber die Bombe killt. Nice, Moon stirbt. Alright. So, jetzt spannende Runde, Satela. Sie derpt. No. No. Okay, erstmal Counterface ab. Kann momentan leider noch nicht wirklich viel machen, weil Dingsbums Liker, egal wen er angreift, hat leider Wille drauf. Das heißt, Oblivion bringt nichts. Können wir schon killen? Fast. Sollen wir ehrlich gesagt killen? Sollen wir killen? Aber ich glaube, es reicht der erste Skill aus, um zu killen, oder? Reicht? Okay, sollen wir es wagen? Wartet. Attackiert den Gegner zweimal. Jeder Angriff leidet das Ziel unter keinem schädlichen Effekt. Nein, er leidet unter einem schädlichen Effekt. Machen wir lieber den dritten Skill, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe keine Lust, gleich zu schlafen. Gegenangriff ist leider weg bei Thessalon, weil er geprockt hat. Das ist das einzige Problem. Wir geben ihm den Turn. Jetzt hat er Oblivion drauf, was gut ist. Strip diesen Attack Buff. Nicht geklappt. Stun. Nicht geklappt. Oh, es ist risky. Nice, Tessarin MVP. Okay, Satela hat hier jetzt nicht wirklich viel geprockt in dieser Runde. Aber es klappte. Also, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wir können jetzt wieder den Counterface abmachen. Leider haben wir noch nicht so gesehen. Wir müssen sie benutzen gegen so ein AOE-Team. Dass wir angegriffen, also dass wir von allen angegriffen werden und dann mal revengen. Weil momentan revengen wir halt nur alleine und das bringt noch nicht so wirklich viel. Aber mir gefällt, glaube ich, der Dingsbums, die Attack-Leiste. Auch wenn vielleicht, okay, wir haben einmal gestrippt. Der Attack-Buff wäre vielleicht auch nice gewesen für Tessarin oder Kami oder Theomas. Aber ich denke, das passt. Also ich denke, wir haben nichts falsch gemacht. No, jetzt ist unser Plus-Nuller angegriffen worden. What? War nicht eben der hier noch grün? Oder der hier? War nicht irgendwer eben noch grün? Hey, dafür habe ich da die Plus-3er acht Schwerter. Okay, ich denke, meine Gilde verzeiht mir, wenn ich jetzt den Plus-2er mache und dann im nächsten Gildenkampf einfach weniger angreife. Ja, ich denke, es wäre sicherer. Ich weiß nicht, ob wir 100% gewinnen, also gehen wir lieber auf Nummer sicher. Oben nehmen wir, ehrlich gesagt, Kupfer. Und oben, und unten nehmen wir dann, oh my god, Eladriel. Holy shit, what damn. Tja, ich denke, wir nehmen Tessarion wieder, oder? Tessarion passt gut da rein. Oder sollen wir Kami nehmen? Aber Kami gegen Laika, I don't know. Multi jetzt wären cool. Vielleicht sollen wir Trevor nehmen. Aber wir müssen auch irgendwie diesen Laika killen. Laika. Wird Trevor angegriffen? Von wem wird Trevor angegriffen? Von Garkheim. Und dann bekommt er keinen Schaden. Außer revengen uns selbst bei... Also, nee. Ich denke, das wäre hier besser. Das wäre besser. Und dann können wir ein bisschen Counterface abbekommen. Ja, okay, ich denke, das ist okay, weil Huadem hat ja auch eine AOE und dann können wir vielleicht Oblivion draufsetzen. Ich weiß nur noch nicht, wie wir diesen Eladriel killen, der den Huadem dann wieder belebt. Wow. Wow, vielleicht sollten wir das Team doch nicht dagegen benutzen. Vielleicht wäre Theomas besser. Wer ist denn mit Theomas Tessarion? Und nee, das wäre nicht so gut. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt noch unsicher. Aber, oder sollen wir was anderes nehmen? Oh, okay, gucken wir uns erstmal das obere Team an. Immensity, Ciara, Kupfer. Das war Chloe. Sollen wir das nehmen? Ich
denke, es wäre am sichersten, wenn wir so reingehen. Ja, und dann kämen wir zuerst Retash. Ansonsten ist da ja eine Shazoon oder so, dann kämen wir sonst Shazoon, jetzt Retash. Und unten mit Tessarion, reicht Tessarion aus, um die zu killen. Oder, wie gesagt, Trevor wird nicht attackiert, das ist das Problem, und er macht erst viel Schaden, wenn er attackiert wird. Außer, ja, ich denke, ja, ja, nehmen wir das. Let's go, Satela, zeig mir, was du drauf hast. Ich bin bisher sehr von ihr überzeugt. Auch wenn es nicht die Teams sind, die ich mit ihr angreifen wollte erstmal. Oder andere, naja, ich habe auf andere Gegner gehofft, aber wir müssen jetzt das nehmen, was da ist, sonst hätte ich mit euch ein paar verschiedene Defenses ausgetestet. Nein, Ciara, jedes Mal procs aus deinem Defense-Buff raus. Wenigstens greift er nicht Ciara an, kriegt leider den Defense-Break hin und proct. Shit, mein armer Immacity. No! Ja, genau. Wolltest du nicht nochmal angreifen? Und er landet auch noch die Dots. Diese verdammte Biatch. Wir haben leider noch nicht gewonnen, weil dieser Kmoon könnte eine Qual für uns am Ende sein. Vor allem wird der Theomas nicht gestunt. Stun! You bitch! Okay. So, Ciara muss jetzt zeigen, dass sie MVP ist und sie kriegt bisher einen Stun. Kein Stun. Ciara kommt Proc. Nein, jetzt Bombe und er müsste fast tot sein. Crit! Nice, okay. Easy win. Zweite Runde, jetzt wird's spannend. Ich denke, sollen wir Counterface direkt abmachen? Ja, warum nicht? Counterface. So. Und ich hoffe, dass meine Monster da nicht erstmal rausprocken. Wir strippen. Wir arbeiten als erstes an ihm. Oder so, ja, killen wir als erstes ihn. Nice, der ist squishy. Achso, wir müssen, ich Idiot. Wir müssen ja noch nicht mal vor dem angreifen. Na, haha, ha. Wenn jetzt nicht der Resistance gewesen wäre, hätten wir Oblivion da aufgesetzt. Brauchen wir unbedingt Oblivion? Ich gebe ihm trotzdem mal den Turn. Wow, Satela proct wie ein Pro. Ja, es ist Oblivion drauf. Wir können, ich mache jetzt erstmal das hier, damit wir den Heal haben. Und dann revengen wir jetzt auch direkt Laika. Und dann können wir im nächsten Turn, wir können, wow. Wow, okay. Wem soll ich den Turn geben? Soll ich Panda geben? Oder soll ich erstmal, ich glaube, ich gebe Tessarion. So, Tessarion macht jetzt Bam. Oh, you fucking MVP. So, zack, und im nächsten Turn killen wir dann Huadam oder Eladriel, weil Eladriel will keinen Defense Break bekommen, dieser fucking Idiot. I'm sorry. Ja, nein, vielleicht, I don't know. Nice proc und nice crit. Ich glaube, diese Attack-Leiste gefällt mir besser. Eladriel, wow! Okay, ich weiß nicht, was hier los ist. Mann, erst war das hier. Laika kann gar nichts gegen uns machen, wenn man jetzt das. Leider kam der AOE von unserem also von dem Gegner vor dem keiner durch, leider. Aber ja, ich. Wow, ich bin extrem begeistert. Ja, ich bin so begeistert. Wir haben alle Kämpfe gewonnen. Nice, so. Okay, dann muss ich mir merken, dass ich beim nächsten. Ja, ich denke, wir haben unserer Gilde jetzt sehr geholfen und die nächsten 6 Schwerter müssen jetzt nicht mehr so, so viel Angst haben beim Angreifen. Das heißt, ich habe 2 mehr gemacht, also ich habe 6, 7, 8. Das heißt, beim nächsten muss ich dann 4 angreifen, das heißt 2, 2, 0 oder irgendwie sowas. Okay, ich merke es mir. Nein, ich merke es mir wirklich. Ich halte mich an sowas. Ich finde es ja blöd, wenn man gegen die Regeln verstößt. Aber das dient ja jetzt einfach nur dazu, um der Gilde zu helfen. Und ich denke, ich bin extrem zufrieden mit Satela. Auch wenn sie nicht besondere Runen hat. Ist einfach nur ein bisschen Gewalt, Wille, Speed, HP, HP. Mit Speed, Resistance, Accuracy, HP. Resistance, Speed, HP. Defense, Speed, Resistance. Also ich wünschte, sie hätte ein bisschen mehr Accuracy. Aber ich denke, das passt. Wichtiger wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Defense. Ich habe irgendwie nichts als Defense in den Subs bei ihr. Aber 58% Resistance ist okay. 31% Accuracy, naja. Der erste Skill hat an sich nur eine 25%ige Chance
35-40-50%ige Chance zu strippen. Naja. Naja, 50, was? 50%? Nein, greift den Feind. Ne, positiven Effekt entfernen ist 100%. Senkt den Angriffsbalken. Darauf habe ich ehrlich gesagt gar nicht geachtet. Aber ja, ich denke, ich bin auf jeden Fall mit dieser Route zufrieden. Die Counterface, 4 Turn Abklingzeit mit Gewaltprocs. Wow, und wir haben uns noch nicht mal selbst den Turn gegeben. Wir haben den Heal eigentlich nie gebraucht. Wir haben eigentlich nur die Attack-Leiste genutzt. Extrem schickes Monster, hat so viel Spaß gemacht. Und ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, so lange für sie zu farmen. Beziehungsweise es ging, ich habe noch nicht so viel gespielt wegen der mündlichen Prüfung. Aber ja, wow, ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war der Lichthomunculus von mir. Und Trevor haben wir jetzt noch nicht gesehen. Wir machen aber bestimmt noch ein extra Video über Trevor und über die anderen Monster. Aber ich denke, die Comps, mit der wir sie benutzt haben, die waren alle gut. Vielleicht profitiert man mehr von dem Attack-Buff ab und zu. Aber diese Attack-Leiste hat uns auch sehr geholfen. Und ich denke, das ist ein sehr schicker Skill. Naja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Summon of War Video wiedersehen. Hat extrem viel Spaß gemacht. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.